Künstlername wäre so 81. Ich male jetzt eben schon seit 15 Jahren bestimmt. Also am Anfang eher Sketchen und so und eben jetzt die großen Wände mit der Freundin zusammen. Wir sind hier in Eck eben an der Jam, Landi Jam, und würden mit ein paar Malern eben dieses Gebäude ein wenig verschönern. Das hatte irgendwie mal früher mit Getreide zu tun, also eben, man sieht ja auch die schönen Silos im Hintergrund. Und früher eben auch der Landi hier gewesen als Einkaufsleitchen sozusagen im Dorf, wo man eben alles für den Garten kaufen konnte. Der Dali, der Siggi, der hat uns das alles klar gemacht. Der hat eigentlich mit den Behörden und der Polizei und allem drum und dran geredet. Und ich habe halt die Maler organisiert, bisschen angeschrieben, wer kann kommen. Also wir haben große Namen von Kron über Bane, Cruz, Tizer, also wir haben wirklich meine Freundin auch und sehr viele Künstler auch aus der Schweiz, also Bern, St. Gallen, Schaffhausen, sie kommen überall her. Bane hatte mich mal darauf angesprochen, es mal mit 3D zu probieren. Seitdem, seit glaube ich jetzt 2-3 Jahren auf dem 3D-Stil wirklich ernsthaft, und ich probiere mich natürlich immer weiter zu entwickeln. Haben natürlich Tizer auch als großen Mentor vor Augen und ist natürlich grandios, dass er heute auch da ist. Wir haben uns vorher ein bisschen abgesprochen, wir wollen Siggi ein bisschen überraschen, weil er ist natürlich leidenschaftlicher Angler, und wir haben uns probiert, alle in einem Fischkonzept zu treffen dann. Jeder macht was mit Fischen, Angeln, irgendwie was mit Wasser, Hauptsache Fisch dabei. Also ich sehe hier manche noch sketchen vor den Walls, ist natürlich arschgeil. Sonst haben wir uns eigentlich, ich hatte es vor einer Woche hochgezogen, geplant mit dem Siggi, dann ist er in die Ferien. Und zum Sketchen war eigentlich nicht viel Zeit, ich hatte hier gestrichen gehabt und jetzt spontan irgendwas freestylen. Freundin sich ein paar Fische rausgesucht, probiert dann noch was mit einem Angler zusammenzuarbeiten. Wird grandios, und ich habe auch drinnen gesehen, Bane, riesig. Ich male eigentlich erst seit etwa 3 Jahren mit Spraydosen. Ich habe sehr gerne immer schon gemalt mit Pinsel, mit Bleistift. Ja, jetzt hat es irgendwie mit dem Freund da dazu geführt, weil er seit Jahren malt, immer Graffiti gemalt hat, hast du mal angefangen ausmalen und irgendwann gut, hast dich an die Linie angetraut, oder? Ups, es läuft aber, ja, scheiße gelaufen, aber ja, irgendwann hat es dann geklappt und dann habe ich gesagt, jetzt probiere ich mal selber etwas, und vor 3 Jahren, und weil ich recht tierbezogen bin, male ich halt auch sehr gerne Naturbilder mit Tieren, die dann wirklich flashen, weil sie schön vorkommen und glänzen quasi, also wirklich leuchten. Am liebsten hätten wir das Gebäude eigentlich bereits im Winter genutzt gehabt, aber es war leider nicht möglich gewesen. Von dem her haben wir vor allem im Herbst dann schon drauf gemalt. Es ist eine mega coole Gelegenheit, also wirklich, es ist cool, dass die Gemeinde da mitmacht, dass wir hier drauf malen dürfen. Es hat mega geile Wände, wir haben natürlich ein paar ausprobiert. Und ja, jetzt mal fertig austoben, jetzt ist sie ja dann fertig. Und es war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Jetzt, vor allem, wo es warm ist. Jetzt ist es fast ein bisschen zu heiß, aber im Schatten geht es.
Ich bin mal da angekommen, geile große Wand, das heisst, ich mal groß. Also und dann, ja, Freestyle, also es ergibt sich, da ist eine volle Dose, mal schauen, also free. Ich habe 1988 angefangen zu malen. Das sind jetzt ein paar Jahre. Ich habe früher halt die typischen B-Boy-Characters, die alten, gemacht. Der Stil von mir hat sich mit der Zeit entwickelt. Also, es hat vielleicht auch mit dem zu tun, gewisse Einflüsse. Ich habe vor 10 Jahren als Job Custom Painter geschafft. Ich habe Bikes airbrushed. Bin wieder in die alte Szene gekommen, und so, ja, die ganzen Skulls. Und dort irgendwie bin ich wieder mal hängen geblieben, mache wieder meine eigenen Skulls, wieder, wo ein bisschen ein Markenzeichen ist. Früher habe ich halt gerne so, ja, provokative Bilder gemacht, so Hockeymaske, Schlachtfeld. Und das war halt mein Markenzeichen gewesen. Und immer anders. Was halt viel auch auftaucht, ist halt Lettering, so als Latino, Chicano. Meine Wurzeln kommen vom Spanischen, ich bin Spanier. Da mein zweiter Nickname, Hispanic Bastard. Tätowieren tue ich auch. Also, das traditionelle Graffiti finde ich für mich, ja, ich mache, was ich will, auf meine Art. Und das ist meine Handschrift. Und logisch, das entwickelt sich. Also, ich habe jetzt wieder eine Jahrephase, wo ich sehr bunt male, mit sehr vielen Elementen, wieder zurück zu Basics. Aber es kann dann auch mal sein, dass ich ein Jahr lang wirklich nur zweifarbig male. Also, das ist eine Entwicklung, eine Metapher immer. Inspirationen holen wir selten heim. Also, es entwickelt sich. Also, je nach Stimmung, wie ich dort bin, mal drauf an. Ich schaue mir gerne andere Sachen an. Es flasht mich nicht. Also die realistischen Sachen, die der Bane zum Beispiel macht, finde ich super. Würde ich persönlich nicht machen, weil das bin nicht ich. Also, ich brauche Outlines, ich komme von einer Ära, wo B-Boy-Characters sind. Weißt du, große Shoes. Ich liebe das. Das ist, ich kann mich damit identifizieren. Alles andere, was ich mir anschaue, ist cool, ist Technik und so, respektiere ich, aber nicht meine Welt und ist auch nicht meine Handschrift. Oder? Ich habe gerne aggressive Sachen, eckige, es muss tätschen, es muss auch nicht 100% sauber sein, mal auch gerne gross und es muss auf den Weg, es muss knallen, aggressiv. Also, wenn ich dann airbrush, dann gehe ich schon mal ins Feine. Was ich nicht mache, sind halt so realistische Sachen, so Portraits. Nie damit befasst, das ist nicht meine Welt. Also, das sollen andere machen, die es können. Muss nicht ich machen. Aber tätowieren merkt man den Einfluss. Also, ich tätowiere schon das, was ich mal. Also, die Leute zu mir kommen und so, hey, ich will den Crown-Tattoo, ich will die Skull. Und nicht so, hey, mach mal das Tribal oder das Shit oder so. Ist auch nicht mein Job. Ich arbeite als Grafiker. Es ist ein Hobby, es ist nochmal ein Werkzeug. Chinesenzeichen kannst du nicht mehr anders machen. Nicht bei mir. Ich mache da Lettering, wenn du willst. Für meinen typischen Style, wie auch halt so Airbrush so auf den T-Shirts. Brandtattoo zum Beispiel vor 3-4 Jahren ist so ein Special Act, den wir eingebaut haben in einem Track vom Album. In jeder Stadt haben wir einen aufgeholt auf der Bühne und dann eine Skull mit dem Stadtnamen und der Banderole aufs T-Shirt gemalt. Und das ist, hat sich dann auch so verbreitet. Logisch finde ich dann immer noch Amo, aber es ist halt... Wie bin ich auf die Idee gekommen? Im Vollzug, wie immer. Also, hey, wir haben doch keine Leinwand dabei, weil wir am Anfang immer auf eine Leinwand verschenken wollten. Also, jetzt holen wir einen zum Publikum. Und so hat es sich entwickelt. Also, Schnapsidee. Ist immer geil.
bin ansässiger geworden. Ich bin jetzt auch über 40. Weniger am Umreisen als früher. Früher habe ich recht viel so in Paris, die ganzen Fabrikgebäude. Gibt es dort extrem viel. Es hat auch viel, viel mehr Jams gehabt. Mein Swiss Hip Hop Jam bin ich auch vor 2 Jahren gesehen. Wie ein Polenta Jam. Dort gehe ich einfach gerne. Es ist auf die Familie. Und ich sage, da alles, wo ich gehe, da alles, wo ich nicht gehe. Mir geht es einfach nicht um Fame. Ich will einfach eine gute Zeit haben. Ich nehme auch Kollegen mit. Häufig sehen wir, wenn ich halt mal, ich habe den Mars dabei. So, mein kleiner Bruder. Und der ist gut, der tätowiert auch und so. Und es ist halt Familie. Also, egal was ist, wir stehen da. Oder? Er macht sein Ding. Ich höre halt immer andere Ecken. So, ja, voll Einfluss vom Cron. Ja, das ergibt sich, wenn immer zusammen muss. Und ich bin sein Mentor gesehen. Das ist normal. Also, für mich ist der große Ehre. Weißt du, wenn ich so etwas höre, so, okay, ich habe etwas bewirkt, ein Teil, also an dem Tag, wo ich verrecke oder so, lebt ein Teil von mir weiter, ist super. Aber es geht mir nicht um das. Es ist einfach mit dem Maß, es ist mein Bruder. Also, wenn es auch immer Stress gibt, auch Säckchen. Wenn auch noch immer Stress hat, ich Säckchen auch. Und wenn es grob muss, muss es auch grob sein, dann kann ich nichts tun. Und das ist mir wichtiger als, ja, da ist das ganze Gefame vom ersten gesagt auf den Sack. Da mich gang nehmen an, ich mal mein Bild. Der, was flasht, ist geil. Der, was nicht flasht, finde ich auch geil. Ich mag meine Feinde. Wenn sich Leute über die Presse verrissen, dann ist auch gut. Und ja, meine, vor 15 Jahren haben wir Hudo gemacht, Klamottenmarke. Dann ist automatisch mein Eindruck. Das ist immer so. Es ist Schweiz. Jesus, mit dem Bane, mit dem Cruise. Familie treffen. Es ist einfach so. Ein paar gehen baden mit dieser Hitze. Wir malen hier. Phase. Ich habe vom Soet Bescheid bekommen, dass er einen Jam macht. Und dann habe ich mir einfach irgendwo ein Sujet geholt von einem Fisch und das Teil kommt aus dem Kopf, einfach Buchstaben nach Buchstaben. Ich habe angefangen mit dem Malen im 89. Zum ersten Mal haben sie uns gerade verwünscht. Und dann haben wir alles schön übermalen. Und dort, logisch, hat es sich ein bisschen motiviert. Und ja, nach dies nach. Am Anfang hast du Heftchen gesehen, hast dich ein bisschen inspiriert durch andere Bilder halt. Und nach dies nach bist du reingekommen. Logisch, immer wieder Pause gehabt dazwischen. Mal hast du wieder mal Freundin. Dann hast du mal wieder nicht mehr so viel Zeit dafür zum Malen. Aber im Großen und Ganzen, in den letzten 2-3 Jahren mache ich wieder recht intensiv. Mal wieder recht intensiv und ja, es macht Spass.
Ich mache nicht einfach einen Style an der Wand, weil ich finde, du musst auch gesamthaft, du musst ein Gesamtbild können liefern, etwas, wo ja, die meisten Leute, die halt durchlaufen, die können mit den Buchstaben nicht viel anfangen und die sagen dann meistens, wenn jemand nebendran noch einen Carry macht, hey, wow, der ist super, da komme ich nicht ganz raus, aber das ist super. Und darum mache ich gerne ganze Konzepte, wenn das Graffiti wie auch reingehört und dass man das auch sieht wie ein Teil vom Bild. Und ja, und das ist ein bisschen, ich gehe nicht einfach nur noch Dosen ja, vergeuden für irgendwelche Styles. Ich mache schon schöne Bilder, wenn es geht. Und nehme mir ein Wochenende Zeit. Ja, und nebenbei arbeite ich halt 100% und dann ist es ein bisschen schwieriger, sich Zeit nehmen für Riesenbilder und so. Aber es lange Samstag und Sonntag, ja, haben wir schon. The scene of graffiti, if you like, in Switzerland is very small, and I think one of the first times we met it was the Halloween jam in Baselsdorf, and he obviously lives around here, and then invited me to the event for that, and it's unbelievable, man. This is like, it's a dream. You know what I mean? Like, I'm staying here tonight in my own little apartment over there. There was already a surfer and shit, you know what I mean? It's fucking perfect. And tonight, I'm gonna go buck wild in this place. Like, I'm gonna go fucking crazy here. Crazy. I asked Saw, I said, hey, can we paint everything? And he's like, sure, you can paint everything. I said, can we paint the Landy fucking gas sign? He's like, oh no, you can't paint that. I don't know if he means roof tiles and windows, whatever, but there's gonna be some damage done tonight, I think. I mean, they're tearing it down in a week, but such a shame that you don't have opportunities like this in Switzerland, where they're gonna tear the building down anyway, but it's uninhabited for a fucking year. So why don't they let like artists and a little bit of fucking youth culture come into the places and use it for that year? Because inside there is tons of virgin walls, and that's exciting. You know, like I went through the whole place and I'm not sure exactly what this was before, because in that room right there, there's some crazy ass window thing with triangles and stuff. Do you know what I mean? I don't know if it was a house. I actually don't think it was. I think it was some sort of, it was a house. Well, okay, for some freaky people then. You know what I mean? Because there's some triangular shit going on there. Well, I mean, the theme was fishing. Then it's like, who's fishing who, you know? You know what I mean? Because he's waiting there and he's got the little hook and he's kind of like all dainty about it, going like, oh yeah, fishing. But I mean, the shark, I mean, I surf and stuff. Like, sharks are the ones you gotta be scared of, man. That's fishing. The other one's this one here, the other wall I'm doing tomorrow. Or maybe tonight, I'm not sure. Yeah, I took a little bit of Happy Tree Friends kind of that way, but I just thought it was so cool of like, that's fishing. You know, that'd be cool. I remember that thing with the Will Ferrell movie when Nice Guys or Good Guys, when he's going like with, was it Mark Wahlberg? Yeah. And then he's going like, yeah, no, I'm the lion. And he's like, well, he's the tuna. And he like gets out of the fucking ocean, teaches the tunas how to fucking walk, and then goes to his fucking house. You know what I mean? Well, he's not fishing himself, he's fishing the humans. Because it'd be like, yeah, I mean, I watch shows like Wicked Tuna, you know, this tuna fishing show. It's a great TV show, like Pinwheel All the Way, you know. But I mean, they fight the tuna, you know, like with a line and a fucking reel. And a lot of times they get sharks and they call them blue dogs.
you know, because they don't, I mean, you can eat them and stuff, but I mean, you go swimming in the ocean and know you're surrounded by sharks, and how do you feel? You know what I mean? It's like, it's not a fucking, it's not Nemo. She can go lower than I ever really thought she could. Face down. The top of your booty jiggling out your jeans, baby. Pull your pants up. I like it when I see you do it better than I've ever seen it done before. A lot of women drop it to the ground, but how low can you go? Ich spray jetzt seit etwa 15, also gut 8 Jahre. Und ich sage jetzt mal, seit 3 Jahren wirklich so ein bisschen intensiver. Durch den Soed, den Kollegen, den Basti, der das Ganze organisiert hat. Wir sind halt alle von Eck, also jetzt wohne ich in Zürich, früher von Eck. Und ja, das ist so ein bisschen die Crew, die wir früher zusammen gemahlen haben. Und eben, er hat jetzt das noch angerissen da mit dem Jam und sind wir natürlich gerne dabei. Nein, aber ich finde es geil, wenn auch eben so Anlässe gibt es zu wenig, finde ich. Und, ist wirklich cool, wenn die Sprayer ein bisschen zusammenkommen und ja, ist geil. Lower than your mama's ever seen it in a lifetime. Never would have imagined it, not even in her right mind. Right in that mirror, maybe you mean it on the dance. Mad cause I can't get with your chick, just show me how to dance. I may not wanna get low, so I'm posted up, kinda like I'm posted. But if you come to the crib, then I might show you girls a thing or two. Yeah, I think that super stuck, give it a two. Before you make it big, also bei meinem Bild, um was es geht, also der ganze Jam ist ja ein bisschen Fisch inspiriert, Meer und so. Und ich habe jetzt eigentlich den Style im Vordergrund, also ich mache wesentlich Styles. Und im Hintergrund hast du das Meer mit dem Himmel, einen Sonnenuntergang. Und dann im Horizont werde ich dann noch so eine Ölpumpstation machen, die ausläuft und eben das Öl dann im Wasser. Und ich habe gefunden, ich male nicht einfach nur einen Fisch, sondern irgendwie, ja, ich finde, man kann Graffiti auch dazu nutzen, um die Leute ein bisschen zum Nachdenken zu inspirieren. Und darum habe ich eben das mit dieser Ölstation gemacht und dann unten durch werde ich noch einen Fisch machen, der so eben verölt ist, oder? Und eben das halt das Meeressterben ein bisschen ansprechen. Wie generell mache ich Graffiti und darum geht es mir schon im Vordergrund um den Style. Und jetzt, wenn du 2 Tage Zeit hast, kannst du halt wie ein bisschen Background-Work machen und dann mache ich das sehr gerne. Ja. Ja, es ist natürlich sehr geil, dass wir jetzt hier in Eck etwas machen können. Also wir hatten letztes Jahr schon als Polz-Jam. Das ist das Pfadi-Haus, das wir dürfen besprayen. Es ist eben zuerst wäre es eigentlich nur zum Besprayen gedacht gewesen. Nachher ist Pfadi gekommen und dann haben wir gefunden, ja, easy, ihr könnt das haben. Aber wir wollen es einmal besprayen. Und ja, auch sonst muss ich sagen, wir hatten früher einen Bauernhof, wo wir malen konnten. Und eben, wir haben da recht aktive Leute in Eck, die immer wieder etwas anreissen. Und von dem her ist es jetzt nicht der erste Jam. Aber es ist natürlich schon, irgendwie, wenn du in die Stadt ziehst und nachher wieder zurück zum Gomalen, ist ja, ist schon geil. Low, 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 low